Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem kleinen Candy Shop. Ich habe eine komplette Kollektion hier für euch, die ganz, ganz neu ist. Literally zuckersüß ist und ich bin super gespannt, wie die Produkte sind. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, habt ihr wahrscheinlich meine Instagram-Story vor ein paar Tagen nicht gesehen. Aber Elf hat eine komplette neue Kollektion, inspiriert von einem meiner liebsten Süßigkeiten, rausgebracht. Keksen. Ich bin ja nicht so die süße Maus, aber Kekse, damit kriegst du mich. Und vor ein paar Tagen kam ein dickes PR-Paket aus Keks. Also, das Paket war Keks. Und ich habe ihn gegessen. Das ganze Paket. Nicht ganz, aber also drei Viertel davon und dann war er trocken. Ich habe nämlich nicht so viel geschafft. Freunde, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin super, super, super gespannt. Ich liebe diese Kollektion. Letztes Jahr hatten wir das Ganze mit der Mint Melt Kollektion. Da ist hier in meine kleine Straße so ein riesengroßer, quietschgrün bemalter Truck gefahren und hat mir Eis und Make-up gebracht. Und diesmal habe ich ein Paket aus Keks bekommen. Und das ist natürlich eine super spannende Sache und macht mir dann natürlich auch Freude, die Produkte zu benutzen und sie zu testen. Die Sachen sehen nämlich richtig, richtig cool aus und ich glaube, dass sie euch gefallen könnten. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr Lust auf ein Video habt. Ihr habt ja gesagt und deswegen dachte ich mir, komm, setzen wir uns hier einmal gemeinsam hin. Ganz wichtig, dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Elf, obwohl ich davon sehr begeistert wäre, aber ich habe die Sachen einfach nur zugeschickt bekommen und ich dachte, wir schminken das. Und ich glaube, wir starten auch gleich mit dem ersten Produkt. Das ist so ein bisschen No-Make-Up-Make-Up. Ein Cookies and Dreams Cookie Crumble Lip Exfoliator. Ein Kekskrümel-Lippen-Peeling. Kommt in dieser super süßen, ja, mintblau, babyblauen Verpackung. Riecht tatsächlich genauso. Riecht wie dieses Paket nach Keks. Mhm, krass. Und man merkt diese... Oh, das ist lecker, ne? Oh, furchtbar. Man merkt diese kleinen Kekskrümel drin. Gibt so einen schönen Peeling-Effekt. Ja, lassen wir mal ein bisschen drauf, dass die Lippen so ein bisschen feucht werden können. Also die ganze Kollektion ist inspiriert an Oreo-Keksen, muss man fast sagen. Es schmeckt wie Oreo-Keks, es riecht nach Oreo-Keks, es sieht aus wie Oreo-Keks und fühlt sich gut an. Was ich hier noch bekommen habe, was ich jetzt nicht benutzen möchte, ist die Milkshake Overnight Maske. Das ist eine Maske, die man über Nacht drauf lassen soll, die die Haut weich und glatt anfühlen lassen soll. Die packe ich euch in eine Verlosung. Ich habe nämlich ein paar Produkte doppelt bekommen. Und ich weiß, ihr freut euch immer über Produkte. Also es gibt tatsächlich auch eine komplette Maske, genauso wie einen Schwamm. Auch der ist für euch. Das ist der Cookies and Cream Single Scoop Face Sponge. Der sieht aus wie ein klassischer Make-up-Schwamm, sieht aber aus, als wäre der in so einer Eistüte mit drin. Also auch hier designmäßig wirklich sehr, sehr süß. Was ich jetzt benutzen möchte, ist der Primer. Und das ist der Just the Cream Putty Primer. Ich weiß nicht, ob es der Flawless Base Putty Primer ist, der reguläre Putty Primer, der so ein bisschen inspiriert ist von diesem Toucher Silk Canvas Primer. Aber auch der riecht tatsächlich nach Cookies and Cream. Und wir gehen hier einmal rein. Und nee, ich würde fast sagen, das ist ein anderer. Der fühlt sich sehr weich an, der schmilzt direkt auf der Haut. Das ist nicht der Poreless Putty Primer, sondern das ist wirklich wie so ein Sahne-Primer, der aber ein bisschen fester ist. Und wenn er auf der Haut ist, dann schmilzt der so ein bisschen. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier komplett aufs gesamte Gesicht. Fühlt sich gut an. Ich baue hier noch ein bisschen Primer auf, an den Stellen, wo es bei mir ein bisschen trockener ist. Auch das Design hier, ja, das sieht süß aus, das fühlt sich gut an. Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Double Trouble Oreo Keks oder so. Aber ich muss ja sagen, mich kriegst du ja mit sowas. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr Colourpop kennt. Colourpop bringt einmal die Woche irgendeine komplett neue Kollektion raus. Und das überfordert mich tatsächlich so ein bisschen. Und Elf macht das einmal im Jahr. Bringen sie eine Kollektion inspiriert von etwas anderem raus. Klar, es gibt zwischendurch natürlich immer Produktneuheiten, aber nicht in dieser Fülle. Und deswegen benutze ich die Sachen und freue ich mich natürlich auch über die Sachen, weil es einfach nicht so ein Overkill ist. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, dass Make-up aktuell auch nicht Prio Nummer 1 ist in der Welt. Und war es auch noch nie. Und es fühlt sich alles so ein bisschen nebensächlich an. Ich probiere aber trotzdem mit euch so ein
sicheren Hafen, so ein sicherer Hafen zu sein für euch, dass ihr abends herkommen könnt, euch die Videos anschauen könnt und wir gemeinsam einfach ein paar Minuten uns von dem Rest der Welt ablenken können. Ich hatte neulich ein paar sehr, sehr böse Kommentare unter meinen Videos, was ich mir denn einbilden würde, jetzt Videos hochzuladen. Und als das Video online gegangen ist und ich das gedreht habe, vor allen Dingen, wusste ich noch gar nicht, was gerade in der Welt passiert, beziehungsweise war das auch noch nicht so. Und deswegen, meine Gedanken sind bei den ganzen Opfern. Und ich hoffe, dass das ganz schnell wieder vorbei ist. Aber dennoch, ich hatte euch auch auf Instagram gefragt, ihr möchtet Abwechslung, ihr möchtet den regulären Alltag hier haben und deswegen probiere ich euch den zu geben. Der Primer fühlt sich sehr, sehr weich an. Er ist auch gut weggezogen. Ist wahrscheinlich eine wirklich schöne Grundlage fürs Make-up. Deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Base. Die mache ich so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil es nicht wirklich viele Base-Produkte gibt. Und deswegen würde ich vorschlagen, sehen wir uns dann gleich. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich habe mir so ein bisschen diesen Becker, wie heißt es, Backlight Priming Filter in die Infallible Foundation gemischt, um einfach noch so ein bisschen mehr Glow zu haben. Ich muss sagen, dass der Primer sich sehr, sehr gut auch mit der Foundation bzw. der Kombination verhält. Sieht alles recht ebenmäßig aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein Stückchen Glow wegnimmt. Also wenn ihr zu öliger Haut neigt, kann ich mir vorstellen, dass das was Gutes ist. Also das ist so eine Kombi, würde ich sagen, aus einem mattierenden Primer und einem feuchtigkeitsspendenden Primer, was recht selten ist. Aber First Impression ist erstmal sehr, sehr gut. Okay, der Concealer ist einmal ausgeblendet. Ich habe eben ein Reel gesehen zu dem Cookies and Dream No Budge Eyeshadow. Die gab es auch damals in der e.l.f. Mint Melt Kollektion in richtig coolen Mintfarben. Hier ist der aber in Weiß. Und was ich damit machen möchte, vielleicht habt ihr es auf TikTok in den letzten Monaten gesehen, da gab es so einen Trend, da hat irgendeine Maus so einen Highlighting Stick, also wirklich einen weißen Stick von, ich glaube, NYX war das als Nose Highlight und Contour benutzt. Und guess what? Das machen wir heute. Ich gehe einfach mit diesem weißen Lidschatten an die Stellen, die ich so ein bisschen gehighlightet haben möchte, schon mal als Grundlage. Und das Schöne bei diesen Texturen ist, die dann wirklich so fixiert sind. Dadurch hält das Ganze auch wesentlich länger, als wenn ihr einfach nur mit einem Puder so ein paar Highlights setzt. Ich bin wirklich vorsichtig und präzise und highlighte so ein bisschen die Stellen, die einfach gehighlightet werden sollen. Hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen und gebe einfach so ein, ja, ich gebe so ein Hotspot oder so ein Highlight einfach an die Stellen und cute. Den probieren wir aber gleich wirklich auch dafür, wofür er eigentlich gemacht ist. Ich sette das Ganze einmal, mache Bronzer, Blush, Highlight und dann geht's los mit den spannenden Produkten. Alright, Freunde, weiter geht es. Die Base ist einmal drauf. Können wir kurz über diese Blushy-Bronzy-Kombination reden? I love it. Jetzt, Freunde, geht es weiter. Und zwar haben wir eine komplette Lidschattenpalette. Die Cookies and Dreams Eyeshadow Palette. Hat die einen Namen? Nö. Hat sehr spannende Farben mit drin. Ich mache mal hier dieses Plastik ab. Muss ich sagen, ihr kriegt mir immer meine halben Ausraster mit, wenn ich, vor allen Dingen bei DM ist es so, wenn das so mit Tesafilm umwickelt ist, dass es nicht aufgeht, macht ja Sinn, dass da niemand rangeht und da rumschmiert. Aber du kannst es auch einfach von Hause aus so machen, dass man es vernünftig abpeelen kann. So sieht die Lidschattenpalette einmal aus. Wir haben wirklich, ja, tragbare braune und Highlighting Shades, aber auch spannende blaue und schwarz mit so einem leichten blauen Sparkle mit drin. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, wie ich das Ganze benutzen möchte. Ich glaube, wir übertreiben es heute mal, oder? Übertreiben wir es?
Ich habe euch auch gleich mal ein Stückchen näher geholt. Wir haben ja diese No Budge Eyes Shadow Sticks. Die kann man ein bisschen verblenden. Wir haben ein Braun, wir haben ein Schwarz, ein Blau und ein Weiß. Und ich glaube, wir machen heute wirklich mal so einen hellblauen Frühlingslook. Ein bisschen vampy. Ich will euch zeigen, was die Palette kann. Macht das Sinn? Ich glaube. Ich teste das Ganze erstmal auf meinem Handrücken mit diesem blauen No-Budge-Stick und swatche euch den einmal kurz. Ja, den kann man ausblenden tatsächlich. Wir sind jetzt mutig, wir probieren es aus. Wenn es nicht funktioniert, wissen wir, woran es lag. An mir. Den gebe ich mir komplett hier schon mal in die Lidfalte. Was für eine wunderschöne Farbe. Einfach so ein bisschen als Grundlage und als Form. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich arbeite mit diesen Sticks nicht so häufig, aber wenn ich damit arbeite, dann ist das immer wie so eine, ja, wie so eine perfekte Grundlage für alle anderen Farben. Also wir werden es nachher mit dem Weiß auch machen, dass wir uns so ein paar Highlights setzen. Und dadurch, dass ich die Farbe hier drauf habe, auf dem Lid kann ich gleich, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen beeilen, mit einem Pencilbrush hier in dieses Hellblau gehen. Und das presse ich mir jetzt hier einfach rauf und fixiere damit diesen No-Budge-Eye-Stick. Es wird natürlich dadurch ein bisschen dunkler, aber auch intensiver. Wir hätten das auch vielleicht sogar mit dem Weiß machen können. Schaut mal, wie sich die Farbe dadurch dann natürlich verändert. Wir bauen das richtig auf. Und so seid ihr auch eigentlich sicher, dass die Farbe den ganzen Tag da bleibt, wo ihr sie haben wollt, ne? Also dadurch, dass ihr so eine Double Combo zwischen einer feuchten Grundlage und einem trockenen Puder habt, hält das. Lieben wir sehr. Ich nehme mir jetzt meinen großen Blending Brush und gehe wieder in diesen blauen Mintton rein und blende mir das Ganze einfach aus. Ich möchte heute sehr monochrom gehen an den Augen und probiere das jetzt auszublenden. Es wird natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil ich ja da eine feuchte Base hatte und hier nicht mehr. Aber es geht. Okay, also man braucht jetzt natürlich, aber das ist meine Schuld, so ein bisschen mehr Arbeit, weil ich ja mit einer feuchten Base gearbeitet habe, aber es geht. Man kann auch die Farbe trocken sehr, sehr gut aufbauen. Ich glaube, wenn wir eine komplett feuchte Base gehabt hätten, also Lidschattenprimer beispielsweise, wäre das Ganze noch besser gewesen. Ich mag das aber ganz gerne, diese super monochromen Looks. Ich möchte jetzt noch in diesen Schimmerton hier gehen und den gebe ich mir einfach hier komplett mit rüber für so ein, she's icy, für so ein, ja, icy Look und so ein bisschen Bewegung auf dem Auge. Krass. Super pigmentierte Farbe. Und außen gehe ich in den dunklen blauen Ton. Das ist auch so ein Schimmer. Und gebe mir hier noch so ein bisschen Tiefe mit rein. Also wirklich nur ein Hauch, dass einfach nicht ganz so platt alles ist. Auf die Entfernung sieht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen spektakulärer aus. Ich gehe jetzt ganz, 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 ganz leicht in diesen schwarzen und braunen Ton und verdunkle mir das doch noch ein bisschen mehr. Nur so ein Müh. Oh, I love that. Und unten, und dafür sind diese Sticks eigentlich gemacht, können wir jetzt mit diesem No-Budge-Stick lang gehen und das Ganze einfach hier unten grundieren. Wow, ich sehe so ein bisschen aus wie die Schneekönigin, oder? Dann stempel ich mir wieder den blauen Lidschatten darauf und fixiere dadurch diesen Cream Eyeshadow. Gehe noch ein bisschen in das dunkle Blau mit rein. So sieht das Ganze einmal aus. Ich gehe jetzt tatsächlich noch ein bisschen in dieses Dunkelblau. Ich finde, dass es einen ganz, ganz schönen Effekt und ein bisschen Tiefe gibt. Diese super monochromen Looks, die sehen halt immer so sehr editorial aus. Und wenn man ein bisschen mehr Tiefe reinbringt, dann ist das Ganze, ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer so ein bisschen alltagstauglicher. Aber auch die Farben, dadurch, dass sie Schimmer sind, funktioniert das trotzdem ganz gut. Als Inner Corner Highlight gehe ich mit dem weißen No-Budge-Stick einmal rein. Hier vorne. Und ihr seht, ihr habt wirklich so einen Moment Zeit, damit zu arbeiten. Und das fixiere ich mit diesem Schimmerton hier. Und gebe dann noch so ein bisschen mehr Reflex mit rein. Oh, wow. Alright, jetzt haben wir was für die Lippen. Und da wird es ganz spannend, denn es gibt wirklich viele verschiedene Lipglosse. Wir haben hier, ich würde sagen, transparenten Gloss, der so ein bisschen bläulich schimmert, aber am Ende wird man es nicht sehen, glaube ich, auf den Lippen. Dann haben wir einen, der ist so ein bisschen milchig, sieht aus wie so Milch mit Keks drin. Und diesen hier. Und das schreit sofort meinen Namen. Der ist schwarz.
Und dafür gebe ich mir einen schwarzen Lippenstift drauf. Beziehungsweise haben wir ja diesen No Budge Eyeshadow Stick in Schwarz. Und den benutze ich als Lippenstift. Das lasse ich kurz antrocknen, gebe mir was auf die Augen und dann kommen wir zu dem Lipgloss. Ich habe mir tatsächlich noch so ein bisschen was Schwarzes in die Wasserlinie gegeben, damit das Ganze nicht, ja, nicht zu verrückt aussieht. Also wir sind natürlich schon wieder weit von alltagsfähigem Make-up entfernt. Spaß macht es definitiv. Und jetzt kommen wir zu diesem schwarzen Lipgloss. Der sieht natürlich auf so einem schwarzen. Auch der hat so blau-silberne Glitzerpartikel mit drin und passt dadurch dann natürlich am Ende auch sehr, sehr gut zu diesem Lidschattenlook. Ich mag die Texturen ganz gerne. Die sind sehr, sehr fest. Also nicht so ein super loser Gloss, der so durch die Lippen gleitet, sondern der sitzt schon fest. Klebrig ist er nicht. Er ist ein bisschen, ist ein festerer Gloss-Konsistenz. Kann ich gar nicht so gut beschreiben. Freunde, ich fühl's. Ich muss ehrlich sagen, ich fühl's ziemlich. Das ist mal was komplett anderes. Man kann mit Sicherheit auch was Alltagstaugliches daraus machen, aber ihr kennt mich. Ich lieb's, einfach mit diesen Make-up-Produkten zu spielen und so ein bisschen herauszufinden, wie performen die Sachen. Große Empfehlungen sind von mir wirklich diese Sticks, weil ihr damit super viel machen könnt. Ihr könnt sie als Lippenstift benutzen, ihr könnt sie als Lip Liner benutzen, ihr könnt sie komplett für so grafische Looks benutzen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man gerne mal in der Schminksammlung haben kann. Die Palette ist süß, aber da muss man so ein bisschen schauen, ob man die Farben zu anderen Looks vielleicht kombinieren kann. Wenn man vielleicht einen Brown Smoky Eye benutzt und dann aber so ein süßes Highlight reinsetzen möchte, mega. Ansonsten haben die Sachen alle sehr, sehr gut funktioniert. Auch der Primer fühlt sich First Impression-mäßig sehr, sehr gut an. Ich bin gespannt, was ihr zu der Kollektion sagt. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Produkt auch schon zu Hause oder in der Theke entdeckt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!